Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau keinen Sekunden mehr. Ich bin gespannt. Let's go. Okay, Ikonenskins sind wieder zurück. Ist Travis Scott heute mit dabei? Komm schon, Travis. Nein, Travis Scott ist einfach... Hä, was ist denn das? Ein Backbling? Ein FNCS-Backbling im Shop. Zeitlich begrenzt. Oh. Da müsst ihr auf jeden Fall, wenn es euch gefällt, zuschlagen, denn das Ganze könnte selten werden und nie wieder in den Shop zurückkehren. Krass. Immerhin haben wir... Oha. Okay, der Shop ist trotzdem cool. Ein Pack ist verschwunden. Gut, dann schauen wir uns doch mal als erstes... Was schauen wir uns heute als erstes an? Eigentlich skippen wir mal das hier oben, weil das kennen wir bereits alles schon. Das war auch schon im Shop da gewesen. Neues Backbling. Sehr nice. Das ist doch wirklich ein cooles Backbling. Für 200 V-Bucks geht es fit, muss ich ehrlich sagen. Man kann das Ganze aber auch faken, wenn ihr im Spind mal nachschaut. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier schnell auf die Schnelle machen kann, aber wenn ihr die Backblings vom Superhelden-Skin besitzt und das FNCS-Emoticon, könnt ihr genau fast dasselbe Backbling auch machen, falls ihr keine Lust habt, euch das Ganze zu kaufen. Aber cooles Backbling, für 200 V-Bucks geht das Ganze fit. Falls ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Fluff ist auch wieder zurück, ist aber nichts Seltenes, ist ein süßer Skin, muss ich sagen. Spitzhacke ist auch cool. Sound geht, ja, Sound geht klar. Was haben wir hier? Atlantis Fischstäbchen für 1-2, nicer Skin, gefällt mir gut. Spitzhacke ist nicht so meins. Dann gibt es hier noch Synapse, die könnte eventuell ein bisschen selten sein. Ich schau mal kurz nach, ob wir was Seltenes haben. Die hat sogar zwei Stile, beziehungsweise doch zwei Stile, genau. So, wir haben heute, ich bin gespannt, was haben wir denn heute so schön Seltenes im Shop? Mal ganz kurz nachschauen. So, dann schauen wir doch mal hier für euch nach. Oha, die ist... Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so selten ist. Oha, 554 Tage alt. Okay, krass. Ansonsten haben wir nichts Seltenes. Da ist noch eine Musik dabei mit 139 Tagen, die von Midas. Sonst gibt es hier echt nichts Seltenes. Außer vielleicht auch noch die Atlantis Fischstäbchenhacke, 110 Tage. Ansonsten gibt es nichts Seltenes mehr. Also die hier ist selten. Backbling hat kein Zweitziel, aber sehr cooler Skin, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Was gibt es hier? Wildcard, ja, nichts Besonderes mehr, finde ich. Und für 2000 unspektakulär. Dann gibt es hier noch neue Lackierung. Reaktiv. Beim Schießen. Oha, da kommen so Karten durch. Oder? Ja, Karten, cool. Cooler Effekt. Nice, gefällt mir gut. Man sieht zwar kaum... Ah, doch, man sieht die Karte noch. Ist okay, ist okay. Auch selten. Ganz okay. Ja, ist nice. Doch. Der Anfang ist immer nur so komisch. Voll ablachen. Perfektes Emote, muss ich ehrlich sagen. Wenn man einen Gegner lustig geholt hat. Pirouette für 200 V-Bucks. Auch okay. Dann haben wir hier nichts mehr. Ansonsten immer noch Master Chief im Shop. Goldenes Händchen ist immer noch da. Ninja kann ich auch mal kurz durchgehen. Aber ich glaube, kennt bereits jeder von euch. Hat insgesamt 4 Stile. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Sogar der letzte Stil ist am besten. Backbling auch ganz okay. Spitzhacken. Geht klar, geht klar. Das ist sehr cool. Das ist wirklich nice. Was haben wir hier? Das ganze Paket für 200 V-Bucks bei mir, weil ich das Ganze schon besitze. Loser Food ist auch wieder hier zurück. Ist ein cool animierter Skin. Spitzhacke, sehr lustig. Bei jedem Pickaxe verliert ihr eine Frucht mehr. Finde ich auch cool, das Emote. Ja. Cool. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Dann gibt es hier noch, Lachlan-Paket war vor kurzem erst da gewesen und das ganze Zeug war auch erst vor kurzem da gewesen und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.